Vor 2 Jahren stand meine Tochter vor dem Abitur und bei den Gesprächen zu Hause mit ihren Freundinnen und Freunden wurde klar, insbesondere in den Naturwissenschaften gab es überhaupt keinen praktischen Zugang. Und wir hatten uns dann gedacht, dass es doch einfach möglich sein müsste, das freiwillige soziale Jahr auch in der Wissenschaft anzubieten. Für uns in der Hochschule ist das Neue, dass wir eben hier mit jungen Menschen zu tun haben, die mit ganz neuen, frischen Fragen an die Hochschule kommen. Die jungen Abiturientinnen und Abiturienten lernen direkt die Teams kennen, die die wissenschaftlichen Projekte betreiben. Wir haben durchaus auch schon Projekte jetzt, in denen die freiwilligen Wissenschaftler schon neue kreative Momente einbringen und wir dadurch auch neue Wege in der Forschung beschreiten. Das Projekt läuft hervorragend und der Schritt ist jetzt ganz klar, dass wir das freiwillige wissenschaftliche Jahr bundesweit anbieten wollen und an anderen Hochschulen in möglichst vielen Fächern etabliert sehen wollen.